Ja, moin Pyrus, willkommen zu einem weiteren Prospektvideo. Jetzt haben wir mal den Selgros, den richtigen Prospekt. Ich habe mir nebenbei die Lido-App gerade offen. Ja, kommen wir gleich zu warum. Auf jeden Fall können die Preise scheinbar oder die Artikel bei den Preisen scheinbar irgendwelche Krankheiten heilen. Ich kann euch jetzt sagen, ich werde euch davon überhaupt nichts empfehlen. Ich werde nur die Preise vorlesen und wahrscheinlich ein "Es ist zu teuer" von oben bis unten sagen oder sowas. Wir haben auf jeden Fall zuerst die Callisto für 19,99 mit Mehrwertsteuer, also diese, keine Ahnung, wie viel Prozent das sind, kein Plan, sind wir dann bei 23,79 und das ist schon ordentlich, also 24 Euro. Dann haben wir hier auch so eine Verarsche. Warum zoomt der rein, obwohl ich gerade nichts gemacht habe? Egal. Und zwar das Batteriesortiment Nightlord, ja, das ist einfach. Das ist Schrott, sage ich mal ganz ehrlich. Hier habt ihr Aufstiegseffekte, das ist. Ich glaube, nicht eine Batterie davon hat einen Zerleger. Hier, Cat Eye, das ist so eine Fontänenkram und sowas für 41,64 €. Also, das ist schon echt geisteskrank. Und jetzt kommen wir zur Hardwork Overture oder wie auch immer. Gibt es dieses Jahr im Lidl als Big Finish? Könnt ihr ja mal reinschauen. 80 Euro kostet die im Lidl. Das ist die Hälfte, Leute. Das ist die fucking Hälfte. 1790 Gramm, vier Batterien. Das ist das Ding jetzt, 240 Schuss. Also, das ist schon wirklich eine Unverschämtheit, wie sie im Buche steht. 129 Euro und 153,51 € mit diesen Mehrwertsteuern. Und bei Lidl, wenn ihr da hingeht, das Ding kauft, da heißt sie halt nur Big Finish. Das ist die gleiche, kostet sie 80 Euro. Ja, gut, lassen wir das mal so stehen. Da sage ich nichts weiter zu. Die Vulkane. Ja, wir haben Gold, Pink Stars und. Wollt ihr mich verarschen? Und Blink. Aber Einhorn Pups ist doch der Dings, oder nicht? Deswegen sage ich gerade verarsche. Für 8,99 € bzw. 10,70 €. Das kann man sich noch gefallen lassen. Aber ich finde, es ist auch schon zu viel. Meiner am Ende ist es auch nur 1 € teurer als im Laden. Muss man wissen, ob man das macht. Dann haben wir hier, Junge, eine ganz normale Fontäne, die jetzt echt nichts Berauschendes ist, für 18 Euro knapp. Die Fontäne Pina Colada. 17,84 €. Okay. Das Batteriesortiment Lord of Lights XXL. Leute, das sind 10 Artikel. Das sehe ich richtig, ja. Das ist alles nichts Pralles. Ihr wollt dafür 5, nee, nicht 5, Junge, 48 Euro haben. Ey. Nee. Weiß ich nicht, Alter. Die Hexenjagd, das ist eine ganz normale Heulerbatterie, nur ohne diese Plastikpinüppel obendrauf. Die sind ja seit 2 Jahren jetzt raus. Also letztes Jahr und dieses Jahr, glaube ich, oder davor schon. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. 23 Euro. Leute, wenn ihr die irgendwo kriegt, die haben 8,99 € gekostet, sind dann hoch auf 11. Gut, was jetzt dieses Jahr ist, wird sich zeigen. Vielleicht 13 Euro oder so. Aber da seid ihr immer noch deutlich günstiger als bei diesem Schrott hier. Da, wirklich, das ist doch eine Abzocke. Ich frage mich wirklich, womit die diese Preise rechtfertigen. Die High Striker 300, nee, 460 Gramm, 29 Euro. Joa. Wer es braucht, die. Boah, Alter, die Master Blaster 450 Gramm, 47,59 €. Ist das nicht dieses komische Ding, diese Blowout aus dem Aldi, was es auch von Komet gibt als Big Beats, als Feuertrommel und was weiß ich was? Ist das nicht das Ding? Naja, kann ich nicht empfehlen, nicht bei den Preisen. Dann haben wir hier die Dreamland für ganze 59,49 €. Also da muss man es wirklich extrem nötig haben, um das Ding zu kaufen. Keine Empfehlung, auf gar keinen Fall. Das Goliath Familiensortiment. Jetzt wird es richtig interessant, ey, und auch richtig abzocke. Für knapp 18 Euro habt ihr hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Raketen, zwei Aufstiegseffekte, ja, sowas ähnliches wie ein Lollipop, dann nur mit halt Böllern statt Dings. Ja, nee, liegen lassen. Dann für 35,69 € das Magellan. Ja, das ist auch ordentlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Raketen, ein paar Aufstiegseffekte. Das kann man nicht schön reden. Sorry, beim besten Willen, das ist nicht schön zu reden. Dann haben wir hier das Runes of Magic für 47,59 € auch liegen lassen. Es gibt bei Penny eigentlich jedes Jahr, ich denke mal dieses Jahr auch, ist da ein Sortiment.
Das heißt, Luna, das hat immer 20 € gekostet. Das ist eigentlich auch richtig geil gemischt gewesen. So ähnlich wie das. Ich glaube, das ist das sogar nur umgelabelt. Nee, ist es nicht, weil hier sind Böller drin. Bei dem anderen waren, glaube ich, keine drin. Liegen lassen. Ja, dann haben wir hier Fackeln für 4,75 €. Also, nein, einfach nein. Dann das Stargate für 17,84 €. Das ist, glaube ich, irgendwie sowas wie das Jackpot. Ne, beziehungsweise, ja, doch, Jackpot ist das, ja klar. Also, so ein bisschen Ähnlichkeit hat das. Ich weiß nicht, ob es das jetzt wirklich genau ist. Hier sind halt keine Superböller drin, aber es ist auf jeden Fall so eine ähnliche Kiste. Da holt euch dann wirklich lieber das Jackpot. Dann haben wir hier das Hazard oder Hazard. Ihr seht den Preis, oder? 17 € knapp. Also, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist einfach wirklich nur eine Abzocke. Ihr habt hier B-Böller, A-Böller, Super 2, hier diese China-Knaller, hier nochmal Super 1, Riesen-D, B und B, nee. Die, wie heißt das? Starboy? Oh, ein bisschen müde. Für 53,54 € bekommt ihr ja 80 Schuss. Das Wizard-Sortiment, ja, gesteckt mit Knallerbsen, Knatterlunden. Wahrscheinlich hier auch noch irgendwo Wunderkerzen mit bei, würde mich nicht wundern. Ein paar Silberwirbel, 11,89 €. Nee, danke und bitte. Das Sortiment Midnight Circus, das ist eigentlich an sich interessant, ja, aber nicht für den Preis mehr, wenn man sich den anguckt. Wir haben hier auf jeden Fall schöne Raketen, hier ein paar Kugelköpfe und diese Raketen, die es mal vor ein paar Jahren zum Kaufen gab. Diese, wie heißen die denn? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier das Skyscraper mit 30 Raketen. Mit effektstarken Premium, teilweise mit fetzigem Knalleffekt. Das ist genau das, was ich gerade gesucht habe. Ja, das heißt, ihr zahlt hier 50 €, 60 € für 30 Raketen und habt dann nicht mal Raketen, die einen Zerleger haben, zumindest nicht alle. Und jetzt kommen wir hier bei, ich weiß nicht, was die sich dabei denken, wirklich bei Wishes of Gold, beziehungsweise Goldraketen, nur mit ein paar Wunschraketen bei 33 €. Ja, kann man machen. Muss man aber nicht. Dann haben wir hier das Symphony für 47,59 €. Gefolgt vom Asgard für 65,44 €. Die Golden Kingdom Verbundbatterie hier 106 Schuss. Ja, teilweise mit Fächer drin, wie es aussieht. Die Flagship, ja, 95 €, also wirklich. Ich werde auch einfach gar nichts weiter dazu sagen. Ich gehe hier einfach durch. Das Planet of Colors für 117 €. Gefolgt von einem an Indiana Jones angelehnten Adventure Time für 177 €. Ja, knappe 2 Kilo haben wir hier beim Pyro-Konzept 703 für 296 €. Und zu guter Letzt Pyro-Konzept 631. 3800 Gramm NEM. Hier ist diverses Zeug drauf. Für schlappe 415 €, da nehme ich gleich 5. Also ihr seht schon, bei solchen Läden, da lohnt es sich halt gar nicht vorbeizugehen. Nur vielleicht, um irgendwie was zu zeigen und irgendwas Kleines mitzunehmen. Das Einzige, was man wirklich noch empfehlen kann, wenn ihr wirklich kein Idol Lied in der Nähe habt, dieses Schweizer Vulkane hier. Wobei ihr hier auch gucken müsst, der Pink Stars ist eigentlich der Einhornpups, wenn ich mich da jetzt nicht ganz stark irre. Ansonsten, ja, weiß ich nicht. Ja, naja. Egal, das war's mit dem Video. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin auf jeden Fall. Ciao.